Hallo liebe Leute, und nun wagen wir uns in Morgen bei Crash Bandicoot 3 Warped, bei dem uns auch noch zwei verdammte Edelsteine dieses Levels, dieses ach so tollen Levels fehlen. Ich hoffe mal, ich krieg die hier jetzt auch noch soweit. Und ja, ich meine, das ist ja eines dieser Level, die ich verabscheue, weil hier fing der ganze Spaß mit diesen, ja, ach so tollen Raketenschießer-Mistdingern an. Aber gut, ab diesem Zeitpunkt hatte ich auch diese tolle Bazooka. Und in dem Fall ist sie schon ein sehr gutes Hilfsmittel. Sofern ich hier halt, wie gesagt, nichts verpasse oder so. Das ist ja noch sehr angenehm. So, 1, 2, 3, 4. Und dann bist du auch schon weg. Das ist ein ziemlich nachhaltiger Gegner, wenn ihr mich fragt. Okay, wie wäre ich dich jetzt am besten los? Ich schieße dich einfach mal weg. Natürlich muss er auch treffen. Weil, wenn ihr nicht treffe, dann bringt mir das herzhaft wenig. Ist ja wohl irgendwo klar. Okay. So. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Ich werde dich erstmal so weit dazu bringen, dass du deine Raketen schießt. Okay, aber ich nicht gegen diese Raketen laufe. Das wollte ich eigentlich verhindern. Aber es ist manchmal echt nicht so leicht. Oh, wow. So. Und weg. Na, Gott sei Dank. Moment, ich muss jetzt echt mal die Augen offen halten nach Ausrufezeichen kissen. Weil die ja sozusagen das Verhängnis hier in diesem Level waren. So, die bin ich schon mal los. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, wunderbar. Gut, also hier sehe ich bisher keine weitere Ausrufezeichenkiste. Hier sehe ich nur, dass hier alles von Kisten, also von möglichst erscheinenden Kisten umzingelt ist. So, wartet mal. Was passiert, wenn ich das jetzt anschieße? Ah, hier tauchen die Kisten auf. Sehr schön. Muss ich wenigstens nicht den ganzen Weg laufen. Hat auch schon mal seine Vorteile. Ja, und wenn ich nicht runterfalle. Okay, vorsichtig. Und weg. Okay. So, nochmal Bazooka. Ich habe ehrlich gesagt so das Gefühl, dass das Level genauso wie das eine Zukunftslevel enden wird, dass der geheime Abschnitt wahrscheinlich auch wieder ein paar Kisten beinhalten wird. Und das Ganze dann wieder so... Kein Kommentar dazu. das Ganze so aussehen wird. Moment, so. Dass ich da wirklich dann an den Abschnitt lande, wo ich dann halt die Kisten möglicherweise kriege oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das nochmal in etwa war, aber ich vermute es mal glatt, dass es so war. Jetzt warte ich erstmal, bis diese Lasertore hier sich öffnen. Nicht, dass ich nochmal so einen dummen Fehler mache wie gerade. Manchmal frage ich mich echt, warum ich solche dummen Aktionen mache. Das ist teilweise echt unnötig, dass ich da vollblut reinrenne. So Kamikaze-mäßig, so weiß auch nicht. Als wollte ich Crash den Tod gönnen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will dieses Let's Play hier überstehen. Wenn es geht, möglichst gut. So, jetzt muss ich einmal hier diese beiden Ausrufezeichen-Kisten prüfen. So, da kommen diese Kisten und da kommen dann die anderen Kisten. Ja, und die da oben bleiben natürlich außen vor. Wo auch immer die jetzt, wie gesagt, ist. Es ist mir gerade echt ein Rätsel. Weil ich sehe hier nirgendwo eine weitere Ausrufezeichen-Kiste. Deswegen frage ich mich das gerade wirklich. Wo ist die Ausrufezeichen-Kiste für diese verdammte Kiste da oben? Ja, weil ohne die kriege ich auf jeden Fall, gehe ich zumindest stark von aus, nicht die ganzen 87 Kisten, die ich hier finden muss. Und die ich auf jeden Fall bräuchte. Und in dem Fall, ja, muss ich gucken, was mir da jetzt noch übrig bleibt. Wahrscheinlich muss ich das Level dafür nochmal betreten, aber sowieso will ich erstmal diesen einen Edelstein abstauben und dann bin ich schon mal glücklich, wenn ich den habe. Dann fehlt mir nämlich nur noch ein Edelstein und den zu kriegen ist im Prinzip ganz leicht. Deswegen schaue ich jetzt mal, wie das Ganze hier überhaupt läuft. Ja, das war natürlich jetzt sehr intelligent, die Wumpa-Früchte wegzuwirbeln. Aber gut, darum war ich schon immer ein Künstler. Sowieso bräuchte ich nicht unbedingt bei den vielen Leben, die ich noch habe. So. Perfekt, Leute. Oh, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, da sind Stachel, die tun weh. Ui, und das war haarmega scharf. Ja, hier fehlen ja auch noch ein paar Kisten. Und in dem Fall muss es ja damit zusammenhängen, dass ich diesen geheimen Abschnitt dann betrete. Anders kann ich es mir echt nicht vorstellen, weil... Wo sonst soll diese Ausrufezeichenkiste sein?
Das ist echt eine Frage aller Fragen. Ich glaube, diese Plattform habe ich auch in meinem Durchgang einmal voll verpasst. Wie auch immer ich das geschafft habe, die zu übersehen. Aber ich habe es geschafft, irgendwie. So, okay, Moment, das muss ich anders machen. Dazu habe ich ja diese tolle Bazooka. Ich merke schon gerade, dass dieses Level darauf spezialisiert wurde, die Bazooka auf jeden Fall mal einzusetzen. Weil sonst würde man da ja gar nicht teilweise drankommen. So, jetzt muss ich nur gucken. Na, Mensch. So. Ja gut, jetzt sind wir die Wumpa-Früchte im Weg. Was ich ehrlich gesagt gestehen muss, was ich anfangs dachte, wo ich die Bazooka wirklich abgeschossen habe, dass eventuell die Wumpa-Früchte dabei draufgehen. Aber das tut es ja Gott sei Dank nicht bei diesem Spiel. Das wäre sonst wirklich schon ziemlich böse, wenn man wirklich auf die Wumpa-Früchte da angewiesen wäre, um wirklich Munition zu verschießen. In dem Fall hat man wirklich den Vorteil, dass man unendlich Schuss hat. Na gut, 55 von 87 Kisten, das heißt ein paar fehlen mir noch. Drei, wo ich mich frage, wie ich überhaupt drankomme. Und die anderen muss ich halt dementsprechend noch finden. Oh Gott. Ui, manchmal sollte ich echt vorsichtig sein. Also ich weiß auch nicht, manchmal habe ich Angst um die Videospielcharaktere, die ich hier spiele, weil ich spiele die echt sehr suizidgefährdet, sage ich jetzt mal. Okay, schauen wir uns mal den geheimen Abschnitt erstmal an, was der uns zu bieten hat. Auf jeden Fall sehr gefährliche Gegner, das ist auf jeden Fall klar. Und das sieht so aus, als würde ich gerade zurückgehen. Also dann kann es vielleicht doch damit zusammenhängen, dass ich hier eine Ausrufezeichenbox finde. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hier gibt es auf jeden Fall etliche Kisten, die ich finden kann. So, Moment, langsam, langsam. So, ich muss alles hier ruhig angehen. Weil das Level dann doch hier schon, oder dieser Abschnitt schon sehr anspruchsvoll ist. Oh, vorsichtig. Und wir haben es geschafft, Leute. Und nur noch weg. Puh, das habe ich überstanden. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses Level oder dieser Abschnitt hier auch noch sehr lang wird. Okay, komm rüber. Na, da hinten das UFO stört mich noch. Ich glaube, ich werde auch gucken, ob ich dieses Video dann Überlänge mache, wenn ich jetzt... na, man, diese Lasertore stören. Ah ne, die kommen nicht weit genug, verstehe, okay? Dann, Moment, ach, scheiße, das ist eine andere Richtung, okay. Jetzt aber rüber. Ich will hier keine zu großen Fehler machen. Nein, die sind gerade echt unnötig. Da ist der Edelstein schon mal, den ich gleich mitnehmen werde. Und dann werde ich sogar gleich hinbefördern. Das ist schon mal sehr schön. So, und dann haben wir ihn. Und hier haben wir tatsächlich eine Ausrufezeichenkiste. Leute, ist das nicht ärgerlich, wenn man sich da wirklich dumm und dämlich ärgert. Wo sind die Kisten? Oder wo ist die Ausrufezeichenkiste? Damals habe ich mich wirklich einen Ast abgeärgert. Bis ich dann wirklich drauf kam, das mal irgendwie hinzukriegen. Und ich habe, glaube ich, den dümmsten Fehler überhaupt gemacht. Weil jetzt komme ich nämlich wahrscheinlich... Doch, komme ich noch dran. Ich habe sie erwischt. Sehr schön. Wollte gerade sagen, jetzt wäre ich bestimmt fast nicht mehr an diese Kiste gekommen. Dafür komme ich an die anderen zwei wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist jetzt natürlich sehr bitter. Also da habe ich jetzt wahrscheinlich wirklich den größten Fehler überhaupt gemacht. Ich glaube kaum, dass ich da jetzt mit dem Bauchklatscher drankomme. Und in dem Fall muss ich mich wirklich jetzt mal ärgern, dass ich da etwas unklug gehandelt habe. Nee, komme ich echt nicht dran. Dazu brauche ich das TNT, was ich weggesprengt habe. Okay, Leute, ich muss das Level nochmal von vorne machen. Das bringt so nichts. Da habe ich jetzt wirklich echt unüberlegt gehandelt. Aber gut. Wenigstens wissen wir jetzt, wie wir da die Kisten kriegen. Und auch wenn es jetzt etwas länger dieses Video wird, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Weil ich wusste selbst jetzt echt nicht mehr genau, wie es nochmal war in diesem Level. Manchmal muss man das echt nochmal alles ergründen. Und in dem Fall blieb das leider nicht aus. Und das mit den TNT, das war wirklich unüberlegt. Und ich habe wirklich davon ausgegangen, dass ich sowieso nicht die Kisten finde oder überhaupt die Ausrufezeichenkiste. Deswegen habe ich das auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, was soll's. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid und können uns dann jetzt den Edelstein widmen. Die wir ja Gott sei Dank ganz leicht kriegen können. So. Ufos, ihr könnt euch verkuschen. Verpieselt euch und macht euch vom Acker. Denn ihr habt euch hier nichts mehr verloren in dieser Zukunft. Denn Crash herrscht bald über diese Zukunft. Nämlich mit zwei Edelsteinen. Zumindest in diesem Level. Aber gut, dann hätten wir das Level gleich auch bald abgeschlossen, wenn ich es jetzt soweit hinkriege.
angemerkt. Dann haben wir nur noch einen Edelstein vor uns und dann können wir uns dem Ende dieses Spiels wenigstens schon mal widmen. Und darüber bin ich auch schon einerseits froh, andererseits ist es wie gesagt schon etwas schade, dass das Spiel bald schon vorbei ist. Und naja, das Reliktenrennen kommt ja wie gesagt noch danach. Und in dem Fall, naja, ein bisschen geht es ja noch weiter, aber so das Hauptspiel ist dann auf jeden Fall schon beendet. Aber wenn ich mal bedenke, wie lange ich wirklich als Kind hier gebraucht habe, bis ich das überhaupt mal bis zum guten Ende geschafft habe, das war wirklich schon wahnsinnig lange. Und wie lange ich jetzt für dieses Let's Play gebraucht habe, ist... Moment. Treffe ich das jetzt überhaupt mal, verdammte Scheiße? Das ist echt schon ein krasser Unterschied. Ja, dadurch, dass ich das Spiel jetzt auch wirklich weitaus gut kenne noch, aus meiner Vergangenheit schon, dadurch, dass ich mich an sehr viele Sachen noch erinnern konnte und so, bin ich auch ehrlich gesagt froh drüber, weil sonst wäre das teilweise echt schon eine Riesenhürde gewesen, wenn ich das jetzt gar nicht gekannt hätte. Und dementsprechend dann, ja, auf jeden Fall wäre das dann schon etwas heftiger gelaufen, glaube ich, weil man wüsste nicht, wie man an manche Edelsteine hätte kommen können und so. Weil so hatte ich ja bei einigen Edelsteinen, konnte ich die wirklich schon auf Anhieb machen und das alles. Und wusste auch teilweise, wie gefährlich sie waren. Und in dem Fall frage ich mich immer noch, wo mich diese Stacheln berühren. Aber diese Antwort werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Selbst von den Spieleentwicklern wahrscheinlich nicht. Was sie sich dabei gedacht haben, dass die Stacheln wirklich so minimal... Ja, das ist ja so halt genau nehmen. Also es ist wirklich fragwürdig. So, jetzt muss ich erstmal warten, bis sie sich einziehen, sonst bringt mir das echt nichts. Okay. Na gut, das heißt, diese drei Kisten lasse ich dann erstmal da, wie sie sind. Weil das TNT brauche ich auf jeden Fall. Und deswegen lasse ich das am besten so. Okay. Wunderbar. Halt, Bonus, nicht wieder vergessen. Wobei, da würde ich sowieso nochmal dran vorbeikommen, aber besser ist, wenn ich es jetzt mache, als wenn ich später noch vergessen sollte. Das wäre nämlich noch böser, wenn ich die Bonusrunde wirklich vergesse. Also das ist echt das Mieseste, was hier passieren kann. Und also ich habe es wirklich schon geschafft, diese Bonus-Stages zu übersehen. Daran merkt ihr, man kann auch teilweise wirklich, wenn man die Augen nicht richtig offen hat und so, schon die absurdesten Sachen übersehen hier. So, aber naja, wenigstens klappt es diesmal, dass ich die Bonusrunde nicht übersehe, jetzt wo ich sie wenigstens auch miterwischt habe. Und auch wirklich in einem Video, wo ich mir das mal angeguckt habe, gesehen habe, dass ich die da tatsächlich, dass ich dran vorbeigerannt bin, gegangen, wohlbemerkt. Das war ja noch ein Level, wo ich das noch ganz normal gegangen bin. Und dann denke ich mir wirklich, wie blind muss ich da gewesen sein? Aber, naja, manchmal bleiben solche dummen Aktionen und solche blinden Aktionen echt nicht aus. Und da denke ich mir auch nur manchmal, das hätte dann doch echt nicht sein müssen. Weil das hätte ich locker sehen können normalerweise. Weil das ist eigentlich schon erkennbar, wenn man die Augen richtig offen hat und auch nach unten guckt und nicht nur nach... Naja, ihr wisst schon. Na gut, soweit so gut. Jetzt darf ich nochmal diesen Geheimabschnitt hier wagen. Möglichst ohne zu sterben. Okay, der Checkpoint war hier. Naja, allzu weit ist es ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr bis zur Plattform. Bis zu der grünen, tollen Plattform. So. Und von daher ist das noch verkraftbar, gerade dieser Tod. So, auf ein neues. Ich werde definitiv über die 15 Minuten hier kommen. Aber das ist mir jetzt, wie gesagt, echt egal. Hauptsache, ich kriege hier beide Edelsteine. Und es lohnt sich. Also, das ist das Wichtigste hier gerade. Und das will ich jetzt auf jeden Fall hinkriegen. So, und... Wunderbar. Okay. So, du musst dich auch nochmal aufopfern. 1, 2, 3 und geschafft. Und weg mit dir. Da habe ich immer Angst vor, vor allem wenn wirklich so ein Förderband dabei ist. Da kann man echt die miesesten Fehler noch machen. Deswegen habe ich da wirklich schon teilweise sehr dolle Angst, dass ich da echt noch eine Abgrund runterfalle. Naja, Abgrund nicht unbedingt runterfalle, aber von den Raketen erwischt werde oder einen dummen Fehler mache und den nicht mehr vernünftig erwische oder so. So, jetzt nur noch warten und durch. Okay, Leute, Edelstein ergattert und plopp. Somit haben wir das auch schon mal. Das heißt, jetzt müssen wir uns nur noch den Kisten widmen. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Das zweitschlimmste Level
wie ich finde, in diesem Spiel. Wobei, es ist nicht ganz so schwer wie das eine Zukunftslevel, wo man wirklich den gesamten Weg zurücklaufen muss. Also das ist definitiv heftiger. Und in dem Fall ist das im Vergleich noch angenehm. Muss ich da ganz ehrlich sagen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich noch heile da durchkomme. Wobei, die Gegner müssen ja eigentlich noch weg sein. Normalerweise. Bis auf einer, den ich halt noch nicht beseitigt habe. Muss nur gerade nochmal gucken, wo der nochmal ist. Oder war das nicht so, dass ich irgendwie einen Gegner ausgelassen habe? Genau, nee, hier war es noch nicht. Okay, jetzt darf nur Crash mich beim Springen nicht... ja, er darf mich halt nicht... Ich habe Angst. Wo, okay. Er darf mich halt nicht im Stich lassen. Ich hatte jetzt wirklich Angst und war dementsprechend dann auch jetzt was ruhiger gerade. Weil ich nicht wollte, dass mich das jetzt noch wegsprengt. Dadurch, dass ich dann auch wieder am letzten Checkpoint starten würde. Und deswegen ist das schon nicht freundlich in diesem Spiel. So, jetzt muss ich nur nochmal gucken. Wo bin ich? Ah ja, bei der grünen Plattform. Moment, kann ich dich auch mit der Bazooka wegspringen? Nein, kann... Okay, kann ich umdrehen dadurch. Aber brauche ich eh nicht. So. Oh, verdammt. Okay, ich mache das so. Ich drehe das definitiv um und... Mann, Crash, du solltest auf die Kiste springen. Genau das meine ich nämlich. Ah, das ist doch richtig scheiße. Wenn Crash dann nicht vernünftig auf diese Kisten springen kann. Ja, das hätte ich definitiv noch in den 15 Minuten Rahmen kriegen können, aber jetzt nicht mehr. Och Mann, jetzt regst du mich auf, du scheiß Stachel. Jetzt zieh dich ein, so. Okay, Leute, ich krieg's gerade nicht hin. Ach, verdammt, das gibt es gerade echt nicht. Das regt mich gerade auch ein bisschen auf mit dieser Kiste da vorhin. Dass er da nicht vernünftig draufgesprungen ist. Ich frage mich, warum machst du sowas, Crash? Warum willst du mich da in diesem Fall so tot sehen? Ah, verdammt, jetzt darf ich mir nochmal diese Kisten hier holen. Den Edelstein habe ich. Schön und gut, das bringt mir aber nichts, wenn ich nochmal diese Kisten hier kriegen muss. Leider. Das ist echt schon ärgerlich. Also das hätte weitaus besser laufen können, muss ich ehrlich sagen. Wenn diese verdammte Kiste da am Schluss nicht gewesen wäre. Also das ist echt das Frustrierendste an diesem Spiel mit diesen Kisten. Vor allem bei solchen Passagen, wo man wirklich kurz vorm Ende ist, nicht mehr allzu viele Kisten vor sich hat, wo man hofft, dass es fast überstanden hat und dann springt Crash nicht vernünftig auf diese Kiste. Naja, scheinbar hat die Schwerkraft da nachgelassen oder so. Ich weiß nicht, warum das da gerade so dann so beschissen laufen musste. Ach man. Aber so seht ihr wenigstens auch Sachen, die an sich sonst nicht wirklich passieren würden. Okay, so jetzt nur noch diese Kisten mitnehmen. Na also, wenigstens das haben wir soweit überstanden. Das ist auch Gott sei Dank nicht so schwer, diese Passage. Das Einzige, was wirklich scheiße nervig ist, ihr habt es ja eben selber mitgekriegt, ist diese Kiste. Ich kann mich bestimmt heute noch den ganzen Tag drüber aufregen, über diese scheiß Kiste. Und deswegen ist das wirklich schon mehr als ätzend. Naja, wird das Video wahrscheinlich wieder 20 Minuten werden. Bedankt euch bei dieser Kiste. Aber gut. In dem Fall geht's halt nicht anders. Jetzt muss ich nur halt aufpassen, dass ich vorsichtiger jetzt hier durchkomme. Und meinen Knopf, den ich hier für X belegt habe, mich nicht in den Stich lässt. Das muss ich auch noch anmerken. Weil das ja auch teilweise passiert. Dadurch, dass dieser Knopf mich dann doch manchmal hängen lässt. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Angst. Und verschwinde. Wenigstens muss ich nicht mehr drauf springen. Okay, nur noch 7 Kisten. Oh, scheiße. Okay, hier gehe ich lieber ruhiger vor. So. Okay. Leute, wenn ich jetzt nur noch die Ruhe bewahre und keine Angst mehr habe und tief durchatme auf jeden Fall. So. Kann ich das auf jeden Fall hinkriegen? Das ist im Prinzip jetzt nur noch das schlimmste Level mit den Edelsteinen, was ich jetzt bewältigen muss. Wenn ich das wirklich überstanden habe, dann habe ich wirklich das Schlimmste in diesem Spiel wirklich geschafft. So, jetzt kriegt das wenigstens hin. Warum eben nicht auch so? Naja, 6 Kisten nur noch, Leute. Die müssen wir auch noch finden können. Müssen eigentlich nur noch jetzt in diesem Weg hier auftauchen. Da wären schon mal 3.
Und dann die restlichen drei sehe ich auch schon da hinten, wie es aussieht. Ja, sind drei. Perfekt, Leute. Wir haben alle Kisten. Das heißt, wir haben alle Edelsteine. Wow, geh weg, geh weg, geh weg. Wir haben alle Edelsteine hier in diesem Level abstauben können. Was mich jetzt durch diese eine Kiste wirklich noch Nerven gekostet hat. Aber immerhin, wir haben es geschafft, Leute. Und ich bin glücklich, dass wir das bewältigt haben. Na endlich. Gut, Leute. Somit haben wir nur noch ein Level vor uns und einen einzigen Edelstein. Also ich denke, beim nächsten Video werden wir uns auch schon dann dem Ende widmen. Das heißt, das Let's Play wäre dann somit wirklich fast geschafft. Bis auf das Reliktenrennen, was ich noch machen wollte. Aber so an sich das Wichtigste. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal, indem wir uns wirklich den letzten Edelstein und dann den letzten Kampf nochmal widmen. Sage ich jetzt einfach mal und hoffe, dass wir uns da nochmal wiedersehen. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute.